Heute geht es bei Wellines statt Wellistress nicht um Wellensittich und Co., sondern um Singvögel. Stieglitz aus dem Nest gefallen. Wie pepple ich einen Jungvogel auf? Immer wieder landen bei mir kleine Vögel, die aus dem Nest gefallen sind oder von der Katze gebracht werden. Wie zieht man Jungvögel groß? Hallo und herzlich willkommen bei Wellines statt Wellistress. Die Kinder, die mir den Stieglitz-Astling gebracht haben, nannten ihn Kleiner Juni. Ein Astling ist ein Vogel, der das Nest schon verlassen hat, aber von den Eltern noch gefüttert wird und alleine nicht überleben kann. Ein Nestling hingegen ist ein Vogel, der aus dem Nest gefallen ist, der noch nicht fliegen kann, und die sind ungleich schwieriger großzuziehen als Astlinge. Findet man einen Nestling, sucht man zuerst das Nest, aus dem er gefallen ist. Vögel kann man im Gegensatz zu Säugetieren in die Hand nehmen und wieder zurücksetzen. Vorteilhaft ist es, die Hand zuerst mit ein bisschen Erde oder Gras abzureiben. Astlinge lässt man dort sitzen, wo sie sind. Die Eltern kommen zurück, um sie zu füttern. Man wartet in einiger Entfernung ab, ob das auch wirklich geschieht. Kommt kein Elternteil zurück, nimmt man das Vögelchen in seine Obhut. Kleiner Juni wurde nach einem starken Sturm völlig durchnässt und durchgefroren gefunden. Hätten die Kinder ihn nicht mitgenommen, hätte er nicht überlebt. Leider überleben die meisten Piepser, die von Katzen angeschleppt werden, nicht. Sie erleiden innere Verletzungen, die man nicht auf den ersten Blick sieht. Wie diese beiden kleinen Kohlmeisen hier. Um einen Singvogel mit dem richtigen Futter versorgen zu können, muss man erst wissen, um welche Art es sich handelt. Man unterscheidet zwischen Körnerfressern, Insektenfressern, Mauerseglern und Taubenvögeln. Sie alle haben unterschiedliche Bedürfnisse. Bei Webseiten von Wildvogelauffangstationen, Vogelforen und Vogelpepplern findet ihr viele nützliche Tipps und Infos bezüglich der Fütterung der Jungvögel. Denn macht man auch nur das Geringste falsch, wird der Vogel sterben. Der Stieglitz ist ein Körnerfresser und er bekommt Nutribird 21, das ist ein Aufzuchtsfutter für Papageien und Körnerfresser. Das Futter muss jedes Mal frisch angerührt werden und ich gebe gerne etwas gekochtes Ei dazu. Mit einer Spritze oder Pipette lässt es sich am leichtesten in den Schnabel des kleinen Piepsers geben. Dabei ist darauf zu achten, dass man mit der Spritze oder der Pipette tief in den Hals oder in den Kopf des kleinen Vogels kommt, denn die Atemöffnung der Vögel befindet sich weit vorne im Schnabel unter der Zunge. Schließlich möchte man ja nicht, dass der kleine Piepser an dem Brei erstickt. Außerdem muss man darauf achten, dass man die Federn nicht verklebt, denn der Brei wird hart wie Beton und der kleine Piepser braucht seine Federn. Insektenfresser füttert man mit der Pinzette. Mit frisch gefangenen Insekten. Mehlwürmer sind ungeeignet. Sie haben einen viel zu harten Chitinpanzer und grobe Beißwerkzeuge, die den Vogel von innen auffressen können. Regenwürmer sind auch nicht geeignet. Die Piepser würden sich daran verschlucken. Amseln verfüttern zwar Regenwürmer, teilen sie aber zuerst in schnabelgerechte Stücke und speicheln sie ein. Heimchen und Drohnenbrut aus dem Futterhaus kann man füttern, wenn man die Beine abmacht. Die Fütterung sollte aber mit vielen verschiedenen Insekten erfolgen, denn einseitige Kost bringt Mangelerscheinungen, wie zum Beispiel Rachitis, und die Piepser können sich nicht gut entwickeln. 10 Gramm 28. Na, das ist ja schon ganz schön mit dir. Hast schon 2 Gramm zugenommen. Auch das Wiegen ist sehr wichtig, damit man sieht, wie sich der kleine Piepser entwickelt. Kleiner Juni entwickelte sich gut und fing nun schon auch an zu fliegen. Jetzt war es an der Zeit, ihn an die Natur und an Körnerfutter zu gewöhnen. Juni. Also durfte er raus in die Freiluftloggia und meine Sittiche, die mussten Juni, jetzt drinnen bleiben. Hast du Hunger?
Ich ging raus in die Natur und sammelte das, was er draußen auch frisst. Spitzwegerichsamen, Gräsersamen, Korbblütlersamen. Wie er sich aus der Wiese im Blumentopf sammeln musste. Und er bekam auch Waldvogelfutter in einem Teller angeboten. Eine Dusche mit Vogelbad und das Luxusleben war perfekt. Wildtiere sollen aber frei leben dürfen und deshalb war es dann höchste Zeit, ihn zu entwöhnen. Mit dem Paradies war bald zu Ende. Immer seltener ging ich auf die Loggia raus, zu Juni. Und so sehr es auch schmerzte, ein zahmer Vogel steht in der Natur in Gefahr, von anderen Menschen verletzt zu werden. Sie schlagen vielleicht um sich, wenn er auf sie zufliegt. Wer rechnet schon damit, dass im Wald ein zahmer Vogel auf einen zukommt? Außerdem sind Haustiere wie Katzen und Hunde eine Gefahr. Schließlich war es dann soweit. Und ich brachte kleiner Juni hinaus in die Au, wo es naturbelassene Wiesen und Felder gab, um genug Nahrung zu finden. Weit weg von meinem Haus, wo die Nachbarskatzen im Garten sich regeln. Tschüss, kleiner Juni, flieg in die Freiheit.